Was ich heute mit Ihnen machen möchte, ist ein bisschen angepasster Vortrag. Es ging um die blinden Flecken der Ökonomie. Dabei werde ich bleiben. Ich möchte aber die Bedeutung der Ökonomie und eines ökonomischen Wandels, der sich abzeichnet in dieser Krise, heute mit Ihnen besprechen. Und dieser Wandel ist bezogen für mich auf die Frage, welche Rolle eigentlich der Gemeinsinn in der Ökonomie spielen kann. In Krisenzeiten spielt, in Normalzeiten und welche Rolle er meines Erachtens haben sollte, die ich gemeinsam mit Kollegen meiner Hochschule ein Konzept zur gemeinsamen Ökonomie vorlege und damit den Gemeinsam ins Zentrum des Wirtschaftens rücken möchte. Danach werde ich ein bisschen eingehen, was der Gemeinsinn eigentlich ist. Es ist nicht einfach nur ein moralischer Sinn, es ist vor allen Dingen nicht einfach nur ein Moralapostel, sondern es ist ein sehr kreativer, ein sehr gestalterischer Sinn, der uns hilft, in Krisenzeiten umzugehen und meines Erachtens auch darüber hinaus. Und dann werde ich mit Ausblicken auf die Bildung abschließen. Was sind das für Zeiten, in denen wir gerade leben? Sie werden wahrscheinlich, dieses Bild kennen, was immer wieder jetzt durch die Presse gibt, Don't Panic. Und wir kennen alle diesen Moment, wenn man auf der Toilette sitzt und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Diese Mikroerfahrungen unseres Lebens haben sich völlig unvorhersehbar für Ökonomen und andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen umgebildet. Und das Ganze hat sich zu einem großen fundamentalen Problem skaliert. Sie werden es kennen. Und mit diesen Arten der Frage, wie Menschen eigentlich umgehen in Krisen, welcher Sinn geweckt wird, ob wir uns so verhalten können, dass alle gemeinsam miteinander leben können oder Destabilisierung unserer Gesellschaft eintreten werden, von denen das Klopapier dann nur noch das kleinste Problem ist. Das ist jetzt das, was sich meines Erachtens in dieser Krise entscheiden wird und vor allen Dingen auch im Wirtschaftlichen entscheiden wird. Wir beobachten im Moment in den politischen Diskursen, aber auch in den medialen Diskursen, dass in einer solchen Krise, wie wir sie jetzt in dieser Corona-Pandemie haben, etwas ganz Besonderes immer wieder beschworen wird, der Gemeinsinn hat Hochkonjunktur. Ich lese es hier vor von Angela Merkel aus ihrer mittlerweile berühmten Ansprache im März, an die sich ans deutsche Volk gewandt hat, außerhalb von Weihnachten. Sie sagt, seit der deutschen Einheit, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung in unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Und Frank-Walter Steinmeier, gleicher Monat, diese Erfahrung von Solidarität und Gemeinsinn in einer Krise, wie wir sie noch nicht kannten, kann uns als Gemeinschaft stärken. Was ist hier mit dem Gemeinsinn gemeint? Sie werden es jetzt alle gut kennen. Es ist das selbstlose, solidarische auf der einen Seite, also ein moralisches, normatives Handeln gemeint, was in einer Aufopferung für den Nächsten ist, wie wir es nicht nur in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen erleben, sondern auch zum Beispiel in Unternehmen, wo Menschen zum Beispiel freiwillig in Selbstquarantäne gehen und nicht mal ihre Familie begegnen, um weiterarbeiten zu können. Also diese Art von moralischem Sinn. Und es ist gleichzeitig, ich habe das Bild hier von New York von heute beigefügt, es ist der kreative Sinn, der jetzt improvisierend versucht, in Zeiten etwas zu bewirken, in der alle anderen Formen von guter und bester Praxis, also von standardgemäßer Praxis, versagen. Das Ganze spielt sich für die Ökonomie in einer Zeit ab, wo wir eine ganz starke Ökonomisierung aller Gesellschaftsbereiche haben. Und was jetzt immer wieder diskutiert wird, ist die Ökonomisierung der Pflege und der Medizin, der Krankenhäuser im Allgemeinen, die zum Beispiel von Austerität betroffenen Ländern wie in Spanien zu einem extremen Abbau von Intensivbetten zum Beispiel geführt hat. Und jetzt ist eben der Gemeinsinn plötzlich wieder gefragt, der solche in sehr, sehr schneller Zeit solche Entwicklungen verändern oder rückgängig machen soll. Wenn Sie in die Presse gucken, ich habe es hier aus der Taz gewählt von Ulrike Herrmann letzte Woche, dann wird gesagt, dass eigentlich der
wieder mal deutlich wird, dass eine Wirtschaftsform, die überwiegend auf Renditen und Gewinne zielt, die sich nur auf standardförmige Praxen verlassen kann, die mehr von Geld angeleitet sind als von persönlicher Erfahrung, dass ein solches Wirtschaftssystem an eine Grenze kommt, hier Corona-Dämmerung für den Neoliberalismus, dass diese Gedankenmodelle, auf die ich später noch eingehen werde, jetzt an ihr Ende gekommen sein und damit auch ein Ende eines Wirtschaftssystems, wie wir es jetzt kennen. Das wird nicht nur in Bezug auf Kranken- und Pflegesituationen, sondern auch auf Gesamtarbeitsmarkt und auch auf Finanzmärkte wird dieses Argument immer wieder gefahren. Mir ist es in dieser Situation wichtig, Ihnen auf eine geschichtliche Tatsache hinzuweisen, und zwar, dass der Neoliberalismus oder das ökonomische Standardsystem, die ökonomische Standardtheorie sehr feindlich dem Gemeinsinn gegenüber ist und gleichzeitig also sehr dem Gemeinsinn kritisch eingestellt ist und ihn gleichzeitig nur als Lückenbüßer überhaupt akzeptiert. Meine These ist, dass sich nichts ändern wird, wenn wir nicht auch politische, akademische und Bildungsprozesse und gesellschaftliche Diskursprozesse einleiten werden. Und warum, das werde ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen. In der Krise zeigt sich der Gemeinsinn. Dieser Gemeinsinn kann uns jetzt überall voranbringen. Das war Angela Merkel in der Neujahrsansprache in der Finanzkrise 2008, 2009. Sie sehen die Bilder, die alle uns im kollektiven Denken wurde der Gemeinsinn beschworen. Es hat sich danach im Wirtschaftssystem nichts geändert. Eine Alternative zum gemeinsamen Handeln gibt es nicht. Wo der Gemeinsinn fehlt, scheitern wir, ist auf einer internationalen Konferenz von Bundespräsident Joachim Gauck gesagt worden, angesichts von Ebola 2015. Es hat sich danach nichts verändert am Wirtschaftssystem. Und wir können diese Krisen durchgehen. Sie können das ganz einfach machen, indem Sie auf die Reden der Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin gehen und die einmal auf Gemeinsinn durchsuchen. Sie werden immer merken, der Gemeinsinn kommt immer nur in Krisensituationen zum Vorschein und wird dann aus dem Standardrepertoire unserer Sprache wieder getilgt. Hier das letzte Beispiel, die Betonung von selbstloser, unaufgeforderter Hilfe. Ähnliches auch Bundespräsident Johannes Rau 2002 im Hinblick auf die Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa. Wie kann es also sein, dass in unserer Gesellschaft der Gemeinsinn immer nur beschworen wird, wenn Krisensituationen und Notsituationen auftreten, aber in dem Normalleben, in unserem Wirtschaftsleben keine Rolle spielt? Ich möchte Ihnen kurz zeigen auf den nächsten paar Folien, dass das kein Zufall ist, sondern dass die ökonomische Standardtheorie den Gemeinsinn tatsächlich nur als Lückenbüßer sieht und umgekehrt als Feind in den Normalzeiten. Warum ist es so? Weil man davon ausgeht, dass es effiziente marktwirtschaftliche Systeme gibt, die anonym alles zum Besten steuern. Und die Idee ist, dass eine Hilfe, die situativ auf den Einzelnen, also auf die Erfahrung von Leid in ganz konkreten Situationen geht, dieses effiziente System eigentlich nur zerstören kann. Und welche, die sich mit Ethik von Ihnen, die sich mit Wirtschaftsethik beschäftigen, werden diese wirtschaftsethische Position kennen von Karl Hohmann. Sie wird auch von der Chicago School of Economics vertreten. Hier zum Beispiel das Verhalten des Heiligen Martin würde die Armutsprobleme in den Entwicklungsländern nur verschärfen und wäre insofern unsittlich, vielleicht sogar ein Verbrechen. Oder wir dürfen die Intention angesichts verhungernder Kinder, den Ärmsten der Armen durch spontane Hilfe ohne Auflagen zu helfen, eben nicht stattgeben, weil solches Verhalten die Probleme nicht nur nicht löst, sondern verschärft. Karl Hohmann hat im Angesicht von spontaner Hilfe, die auf Mitleid und Mitgefühl basiert, sogar einmal explizit von Sünden gegen die Marktwirtschaft gesprochen. Das heißt, dass Mitgefühl in wie gesagt, in Normalzeiten
nicht gewünscht ist und dass es nicht einfach nur eine Theorie ist, sehen Sie an den Situationen in den großen Krankenhäusern, die mittlerweile in Deutschland und europaweit, weltweit überwiegend ökonomisiert sind, wo ein Wust an formalen Praktiken, an Vorschriften und Ähnliches Tag für Tag die konkrete Mitgefühl, das konkrete spontane Helfen von Krankenpflegern, Krankenschwestern und ähnlichen Menschen, die sich unmittelbar mit den Patienten und Patientinnen in Kontakt stehen, tatsächlich immer wieder erdrückt. Das ist also das, was wir aus der Ökonomisierungsforschung wissen, dass diese Idee, dass eigentlich das, die innerliche Verfasstheit, das Mitgefühl des Einzelnen in ökonomisierten Gesellschaftsbereichen eher als Feind gesehen wird, denn als Hilfestellung. Das heißt, dass hier eine ganze Theorie hinter dem steht, was wir gerade auch bei den Bundespräsidenten, Bundeskanzler-Zitaten gesehen haben, dass man eigentlich meint, dass der Gemeinsinn eben nur Lückenbüßer und individuelle Moral sozusagen nur Lückenbüßer sein kann, wenn es durch äußere Katastrophen nicht plötzlich, nicht einfach, also wenn durch äußere Katastrophen eben ein System durcheinander gebracht wird. Ich habe Ihnen hier nochmal für die, die es aus einer moralphilosophischen Perspektive interessiert, hier jetzt aus dem 19. Jahrhundert ein Zitat: individuelle Spontanität im Allgemeinen wird kaum ein Wert beigesessen. Die gesamte Idee der moralischen und sozialen Reformer der letzten 100 oder 150 Jahre, mittlerweile fast 200 Jahre, geht immer darauf, Systeme zu finden, heute marktwirtschaftlich koordinierte Systeme oder vom Staat vorgegebene, und die individuelle, das individuelle Engagement wird außer im Katastrophenfall keine Rolle zugebilligt. Diese Idee, deswegen so, warum sind wir eigentlich nicht fähig, als Ökonomen und Ökonomen in der Standardtheorie, aber auch im allgemeinen politischen Diskurs, warum pflegen wir diesen Gemeinsinn nicht, diese spontane Hinwendung zum Einzelnen, diese Kreativität, die wir jetzt weltweit sehen im Umgang mit dieser Katastrophe, wie gesagt, nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch überall. Wie kann es eigentlich passieren, dass das außer in Katastrophenzeiten komplett aus unserem Sichtfeld entschwunden ist? Ich möchte Ihnen dafür kurz eine Geschichte zeigen. Sie können die im Internet, es sind Ausschnitte aus einem Film, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, also Standbilder aus einem Film, möchte ich Ihnen das kurz zeigen, wie der Neoliberalismus, insbesondere aus Amerika kommend, Geschichten erfunden hat, Narrative, die verhindern, dass man überhaupt darüber nachdenkt, wie Menschen eigentlich genau miteinander arbeiten und für ihre täglichen Probleme Lösungen finden und eben auch Mitgefühl praktizieren können. Diese Geschichte ist Ich, der Bleistift, I, Pencil von Leonard Reed. Es ist eine der wichtigsten Beeinflussungsnarrative, die der Neoliberalismus geschaffen hat, geht aus von Chicago, der Chicago-Schule der Ökonomie von 1950, 53. Seitdem geistert es durch ökonomische Lehrbücher. Sie werden viele Filme im Internet finden, die von neoliberalen Thinktanks gemacht werden. Die Geschichte ist ganz einfach. Man appelliert an Alltagsverstand. Sie kennen alle einen Bleistift. Sie wissen, wie man damit umgeht, was man schreibt, und der Neoliberalismus behauptet, und natürlich auch zu Recht in unserer Gesellschaft, wir wissen noch nicht mal, aus was er gemacht ist. Und wenn wir das wissen, wie er in die Einzelteile zerlegt wird, dann ist uns völlig unklar, wo diese Einzelteile hergestellt werden. Wir wissen nicht, wo das Holz herkommt. Wir wissen nicht, wo das Graphit in den Minen hergestellt oder überhaupt erst geschürft wurde und so weiter. Ja, es wird also ein Bild entwickelt einer Gesellschaft, die überhaupt nicht mehr fähig ist, in ihren Produktions- und Reproduktionsketten zu verstehen, wie eigentlich etwas zustande kommt. Und aus diesem Nichtwissen um den Gemeinsinn wird dann eine Geschichte gemacht. Ich zeige Ihnen kurz die Bilder, wie es läuft. Man sagt, ja, eigentlich ist dieses Nichtwissen, wo meines Erachtens Ökonomie zuständig sein müsste, Ihnen das
uns das deutlich zu machen. Was sind das für Lieferketten? Passiert da zum Beispiel Kinderarbeit? Was ist mit dem Zedernholz? Wird das anständig ökologisch geschlagen? Gibt es eine Nachhaltigkeit? Diese ganzen Geschichten und Narrative, dieses Wissen um kleinteilige Kooperation, die dann zum großen Ganzen führt, wird zu einem quasi religiösen Status erhoben. Man sieht das in den Bildläufen, die Sie jetzt am Bildschirm beobachten können. Das Ganze wird sozusagen immer diffuser und bildet sich dann ab in diesem wunderschönen Idee der unsichtbaren Hand, die jetzt auch filmisch aus Millionen von Bleistiften zusammengesetzt gezeigt wird. Das heißt, wir verlassen uns heutzutage sowohl als Wissenschaftler als auch im Alltag darauf, dass die Dinge schon funktionieren werden, und appellieren an die, in den Gedanken an die unsichtbare Hand des Marktes, an die Preismechanismen, wie die Chicago School sagt, die uns diktiert, was wir zu tun haben. Wir meinen also, dass wir durch Preissignale anonym uns das Wissen ersparen können, wie Produktionsketten oder Handlungsketten in dieser Welt miteinander verknüpft sind. Und ich denke, wir merken im Moment sehr gut, wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Schutzmasken Problematiken denken, dass wir plötzlich merken, so ist es nicht. Also es kann so funktionieren und über einen Teil unserer Gesellschaft hinweg, aber kleinste oder kleinere Erschütterungen bis hin zu großen Erschütterungen können dazu führen, dass diese unsichtbare Hand als eine massive Fehlallokation sicher sichtbar wird. Sie werden das gehört haben, dass die Ausrüstung von Schutzkleidung in der Welt konzentriert ist auf China und auf Indien. In China im Moment auf die Teile, in denen das Coronavirus grassiert hat. Das gilt übrigens auch für medizinische Produkte, für Medikamente beispielsweise, die Antibiotika-Produktion. Und wir können froh sein, dass man Coronavirus wie alle Viren nicht über Antibiotika heilen kann, weil die im Moment knapp werden. Das heißt, plötzlich merken wir wieder, und auch der Ruf nach dem Staat wird laut, dass wir unsere Produktionsketten so gestalten müssen, dass wir jederzeit wissen, was eigentlich an den einzelnen Stellen und in dieser Gesamtheit passiert. Eine Theorie, die heute in der Ökonomie gefahren wird, verhindert gerade in der ökonomischen Bildung überhaupt über Nachdenken, weil man immer schon funktionierende Preis- und Anreizsysteme voraussetzt. In diesem Zusammenhang erzähle ich immer gerne die Geschichte 2008-2009 aus der letzten großen Wirtschaftskrise, wo Thomas Mayer, damals Chef für Volkswirt der Deutschen Bank, dann 2011 zugegeben hat, dass sich Ökonomen eigentlich benehmen wie Piloten, die nur noch auf den Autopiloten gucken können, unfähig die Wirklichkeit zu erkennen und unfähig zu erkennen, wenn sie gegen die Wand fahren, bis sie es dann auch tatsächlich getan haben. Ja, und gerade solche Narrative eben eines unsichtbaren Koordinationsmechanismus, der auch immer wieder als Sachzwang über Jahrzehnte jetzt gepredigt wird, verhindert, dass wir die richtigen Stellen erkennen können, wo wir in Krisen, aber auch in anderen Situationen reagieren können. In dieser Situation, in diesem Kontext möchte ich Ihnen jetzt ein kleines theoretisches Framework, wie man das nennt, vorstellen, einen Rahmen, in dem man denken kann und sagen, was ist eigentlich los hier mit unserer Erkenntnis, was sind die Probleme, die wir in diesen Bereichen haben und wie könnten wir eigentlich anders denken, als jetzt eben eine solche Art von Idee von unsichtbarer Hand. Ich weiß nicht, ob Sie den Framework kennen. Ich werde Ihnen das kurz erklären. Das ist der Canavan Framework, der von walisischen Forschern eine Gruppe um den Komplexitätsforscher David Snowden entwickelt worden ist. Canavan ist ein walisisches Wort. Sie sehen die Schriftzüge, also wie es geschrieben wird, sehen Sie Canavan ausgesprochen. Das heißt, ist das walisische Wort für Ort, für Heimat, für die Situation, in der wir tatsächlich leben. Normalerweise gehen wir davon aus, in der Wissenschaft, aus der ich komme, in der Ökonomie, dass eigentlich die Welt geordnet ist,
indem sie entweder ganz einfach ist oder sehr kompliziert. Man weiß nicht die kausalen Relationen, aber man kann sie berechnen. Das ist das zum Beispiel, was wir in der Klimaforschung im Moment versuchen. Man sagt, ja, also geordnete Systeme haben Ursachenwirkungen, die entweder sehr stabil sind oder aber kompliziert sind. Und man kann sie zum Beispiel durch große Computerleistungen sozusagen ausrechnen. Demgegenüber stellt der Knevin Framework das, was Sie links sehen, sagen, es gibt Systeme, die keine Kausalitäten haben, die sich emergent, das heißt im Prozess überhaupt erst entwickeln, die in sich nicht stabil sind, aber Entwicklungspfade sozusagen deutlich machen können. Es gibt dieses schöne Sprichwort aus dem alten China, Wege entstehen im Gehen. Das heißt, es gibt schon Ordnung in dem Sinne, aber sie ist nicht kausal, sie ist nicht vorhersehbar, sondern sie entsteht durch das, was wir täglich tun. Und dann gibt es noch, was uns jetzt in Krisenzeiten natürlich auffällt, chaotische Systeme, wo es gar keine Ordnung mehr gibt, sondern tatsächlich alles durcheinander geht und wo sie auch nicht sozusagen einen Weg, aus dem, den sie schon zurückgelegt haben, nach vorne weitergehen können. Aus dieser Idee wird dieser Knevin Framework gemacht. Das ist jetzt nicht einfach ein 4-Quadranten-Schemata, sondern Sie können sich diese 4 Felder vorstellen, wie unterschiedliche Bereiche des Lebens. Manche davon sind einfach einfach. Das ist, wenn Sie morgens aufstehen und ganz müde auf Ihre Zahnbürste noch ergreifen, ist die meistens am normalen Platz. Das ist einfach eine einfache Gewohnheit. Dann gibt es, wie gesagt, komplizierte Systeme. Sie werden das aus Arbeitsabläufen und Ähnlichem kennen, aus Börsenmodellen, die berechnet werden. Aber es gibt eben auch die Welt, die nicht geordnet ist. Und in dieser Welt bewegen wir uns während der Corona-Pandemie beispielsweise. Ich gehe das mit Ihnen kurz durch. Was tut man eigentlich in solchen Situationen? Die einfache Welt, das ist die Welt der Gewohnheiten. Sie nehmen was wahr, Sie packen das sofort in bestimmte Kategorien und antworten aufgrund der Kategorien. Ja, das sind also die ganz einfachen Gewohnheitssysteme, die, und das ist, wird gleich noch wichtig werden, allerdings auch ausgebeutet werden über Manipulationen, über Propaganda. Das sind auch die großen Schwarz-Weiß-Kategorisierungen. Dass wenn man irgendwas hört, man merke das jetzt zum Beispiel beim amerikanischen Präsidenten, dass das gleich immer in Schwarz-Weiß-Muster, in diffamierende Muster fehlt. Wir sehen das auch im Moment im beginnenden oder im aufflammenden und erstarkenden Rechtspopulismus. Ja, wo automatisch zum Beispiel Leid von anderen Menschen als einfach nur als Ausländer oder als nicht wertvolles Leben tituliert wird. Ja, das sind also diese Kategorisierungen, die kategorisieren können unglaublich gefährlich sein. Das ist diese Idee von Thomas Mayer, sondern sagt, wenn man immer die Welt wahrnimmt und immer in Kategorien packt, obwohl diese Kategorien nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmen, dann fliegt man einfach vor den Berg, den man vorher nicht gesehen hat. Also einfache Umgebungen sind sehr gut, wenn die Welt stabil ist. Wir brauchen viele Gewohnheiten. Sie können unglaublich gefährlich werden, wenn sie zu vereinfachend sind, siehe Manipulationen und Propaganda, oder wenn sich die Welt plötzlich verändert. Die andere Welt, das ist die Welt der Analysen, das ist das Komplizierte, das ist das, was wir in der ökonomischen Bildung den Studierenden überwiegend beibringen, in ganz komplizierten Modellen zu rechnen und Wirklichkeit versuchen, die hinter dem Schleier sozusagen des Chaotischen noch Kausalbeziehungen darzustellen und deutlich zu machen. Der Übergang in den anderen Bereich, und das ist jetzt wichtig für den Gemeinsinn, den ich grundsätzlich in diesem ungeordneten, also eine adäquate Antwort auf ungeordnete Systeme ansehen würde, ist die Komplexität. Das ist also der Kern, das Kerngebiet des Gemeinsinns. Und Sie sehen hier dieses englische Wort to probe, das Verb. Und das heißt, in Situationen wird nicht erst kategorisiert, wahrgenommen und kategorisiert, sondern es wird erst gehandelt. Wir machen erst Erfahrung. Und aus anderen Erfahrungen, aus Ausprobieren, aus einem ständigen sozusagen bastelnden, erprobenden Kreativität können wir unsere Wahrnehmung ändern, wir können unsere Sinne schärfen und dann erst Antworten finden. Diesen Bereich, ich werde darauf gleich noch eingehen, ist der, den jetzt die Politik
sozusagen versucht zu erproben, wenn sie sagen, wir versuchen alle zu Hause zu bleiben, wir wissen nicht, wir können nicht vorhersehen, und zwar systematisch nicht, weil wir zu blöd sind, sondern weil es keine systematische Vorhersagemöglichkeit gibt. Das heißt, wir probieren aus, wir nehmen wahr, ob solche Maßnahmen helfen, und dann antworten wir wieder. Und wir sehen im öffentlichen Diskurs, wie schwierig es ist, solche Ideen aufrechtzuerhalten und solche Maßnahmen zu ergreifen, weil immer wieder jetzt Leuten vorgeworfen wird, ihr müsst es doch vorher berechnet haben, ihr müsstet einfache Antworten haben und Ähnliches. Und natürlich ist es jetzt auch in den Krankenhäusern und an den Stellen, wo unmittelbar Leid behandelt und Leid begegnet werden muss, auch dieses Probierende, aber eben auch in diesem chaotischen, wenn sie absolut chaotische Umfelder haben, wie sie meines Wissens nach zum Beispiel jetzt in New York entstehen, aber auch in China in der Hochphase entstanden sind, in Italien und in Spanien, dann haben sie nicht mehr Zeit, wirklich auszuprobieren, sondern sie müssen unmittelbar handeln. Ja, sie müssen einen Anker in ein komplett instabiles Umfeld sozusagen werfen. Und diese beiden, auch dieses hier ist wieder ein Handeln, was vor der Analyse kommt, ein Handeln, ein erfahrungsgemäßes Handeln, was vor, wie gesagt, Modellierung und vor Managementvorgaben auch kommt. Ja, und das sind wir, so meine These, noch irgendwie möglich in Krisensituationen zu haben, aber eine erfahrungsbasierte, stabile Wirtschaft kennen wir im Moment nur in wenigen Fällen. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Ich will Ihnen deutlich machen, wie man mit sowas argumentieren kann, was immer wieder passiert in Krisen. Und zwar, wenn Sie weiter unten gucken mögen, Sie sehen hier jetzt diese Grenze zwischen dem Chaotischen und dem Einfachen. Die ist in diesem Modell etwas anderes als alle anderen. Wenn Sie in ganz einfachen Handlungsmustern sind, Sie brauchen nur an einige Politiker auf der Welt zu denken in dieser aktuellen Krise und immer die gleichen Antworten sozusagen haben. Und dann ändert sich die Welt, aber plötzlich, dann ist das hier, dann ist das praktisch eine Klippe, die hier dargestellt wird mit diesem Rand hier. Das heißt, Gesellschaften, die übervereinfachen, oder Teile der Gesellschaft fallen einfach in diesen chaotischen Bereich und sind unfähig, sich in diesem zu bewegen. Das heißt, wenn wir uns als Gesellschaften zu sehr auf Stereotypisierung verlassen haben, dann drohen wir, in das Chaos zu fallen, unmöglich uns da drin zu bewegen. Das ist genau das, was wir auch an meiner Hochschule analysieren, was in großen Krisen, Wirtschaftskrisen wie 2008, 2009 passiert ist, dass Ökonomen überhaupt nicht vorbereitet waren auf Komplexität, auf ungeordnete Systeme und dann überhaupt keine Handlungsmöglichkeiten aufzeigen konnten. Das heißt, eine Welt wäre gut beraten, diesen unteren Bereich der Vereinfachung, der ganz groben Vereinfachung hinter sich zu lassen, dort nicht in solche Reaktionen zu gehen. Wir wissen nicht, ob das unserer Gesellschaft gelingen wird. Wir sehen ja auch andere Reaktionen, zum Beispiel was Richtung AfD geht oder auch Verleugnungen von Komplexitätsproblematiken und Ähnlichem. Und wir sehen sowas gefährlich drohen in der amerikanischen Politik, dass also so lange an einfachen Wahrheiten festgehalten wird, bis die Welt sich so schnell drunter wegdreht, dass ein absoluter Fall in das Chaotische möglich ist. Das heißt, was wir schaffen sollten, ist, was jetzt sich andeutet, zumindest im medizinischen und medizinpolitischen Bereich, dass wir Wissenschaft, also Rationalität im Komplizierten, das ist jetzt die gesamten Berechnungen, die das Robert-Koch-Institut zum Beispiel macht, aber auch einige Wirtschaftsforscher, und das tatsächlich mit so einem tastenden, probierenden Fähigkeiten zu kombinieren, um jetzt einer solchen Epidemie sozusagen Herr werden zu können. Wir sehen das, wie gesagt, jetzt im Moment in der Verbindung von Politikum und von Politik
und Erforschung eben und Umgang mit der Corona-Pandemie als Krankheit als solche. Wir sind aber meines Erachtens sehr, sehr weit entfernt davon, einen tatsächlichen Übertrag in die Ökonomie zu schaffen. Und darauf möchte ich jetzt kurz noch eingehen, sondern sagt, was sind eigentlich die Möglichkeiten einer gemeinsinnorientierten oder einer Gemeinsinnökonomie selber? Ich habe es Ihnen mal so versucht, dass ich sage, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Vorbilder im Krankenhaus, im Krankenpflegebereich und in der Altenpflege denken, ob das die neue Art von Nachbarschaftshilfe in den Niederlanden ist oder japanische Pflegesysteme oder einzelne Praktiken in Deutschland, dann gibt es Möglichkeiten, tatsächlich diese emergente Praxis in Vordergrund zu stellen, das heißt die erfahrungsorientierte im Umgang, in dem Fall zwischen Pfleger, Pflegerinnen und den Kranken selber oder den zu Pflegenden. Ja, das heißt, den Raum zu geben, dass diejenigen, die die tatsächliche Erfahrung machen, die wissen, was für die Leute gebraucht wird, die Netzwerke, erfahrungsbasierte Netzwerke, um die einzelnen Fälle, um die einzelnen auch wirtschaftlichen Praktiken sozusagen zu schaffen. Und dann erst zu sehen, was ist, also Stichwort Subsidiarität, nur das, was auf der unteren, auf der Erfahrungsebene nicht gelöst werden kann, wird in Praktiken gegeben, die sich auf wissenschaftsbasiert, gute Praxis heißt, es gibt nicht einen Weg, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten und die Menschen haben die Freiheit, aus Erfahrung dann eben den besten oder die bestmögliche Praxis zu entwickeln. Ja, und deshalb habe ich das hier auch dann gelb eingefärbt. Diese Idee, die jetzt ganz fest im Management ist, es ist eine Praxis, die ist für alle die richtige, die muss durchgesetzt werden über Vorgaben, über endlose Formulare und Ähnliches, dass dieses deutlich weniger wird. Wir haben im Moment eine Praxis, die genau andersrum läuft in vielen weiten Bereichen der Wirtschaft, die eben aus Übersimplifizierung, die vor allen Dingen aus der Rendite- und Gewinnmaximierung kommt, dann eben die komplizierten Systeme antreibt und wir einen Umgang mit der eigentlichen Dynamik des Lebens verunmöglichen. Wir haben allerdings auch andere Bereiche, wenn Sie zum Beispiel in Mittelstand gucken, wenn Sie in technikgetriebene Unternehmen gucken, wenn Sie in Familienunternehmen kommen, dann ist immer wieder deutlich, wo wir auch Untersuchungen zu haben, zu sagen, es ist immer wieder diese Erfahrungsbasierung emergenter Praxis, die Innovationskraft auch gibt und gleichzeitig eben gemeinsam auch im moralischen Sinne möglich macht, weil man sieht, dass man in diesen Netzwerken lebt, Verantwortung trägt, aber auch selber von ihnen abhängig ist. Abschließend will ich jetzt auf die ökonomische Bildung zu sprechen kommen. Die ökonomische Bildung, wenn Sie jetzt fragen würden, ja, warum kann man da einfach so drüber sprechen und dann auch nur in wenigen Minuten? Wir haben ein Phänomen in der volkswirtschaftlichen Bildung, dass die Bildung weltweit standardisiert ist. Sie wird getrieben über wenige Lehrbücher und sehr wenige Autoren. Und es ist tatsächlich so, dass in der ganzen oder fast in der ganzen Welt junge Menschen mit den gleichen absolut einfachen Botschaften, teilweise weltanschaulicher Natur im Sinne einer Marktideologie konfrontiert werden. Wir haben also eine Bildung, die nach diesem Modell in diesem Bereich ist oder ein bisschen weiter verschoben Richtung kompliziert und einfach und immer wieder droht sozusagen in diesem chaotischen oder in diesem Rückfall oder Absturz dieses mitzuwirken. Man sieht das daran, dass wir eine ökonomische Bildung haben, die nicht auf Krisen reagiert, die nicht fähig ist, mit Menschen mit Erfahrungen zu konfrontieren, sondern entweder einfach nur rein mathematisch rechnen lässt, also im abstrakten Elfenbeinturm, oder wie gesagt, sehr einfache, weltanschauliche Hinweise oder weltanschauliche Überzeugungen sozusagen vermittelt. Das ist die Sorge, die wir haben und die uns letztlich auch als Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung dazu gebracht hat, einen anderen Weg zu gehen und eine andere Bildung vorzuschlagen.
nicht nur vorzuschlagen, sondern zu entwickeln und auch tatsächlich zu realisieren, die sich in einem anderen Komplex bewegt. Und das heißt eben tatsächlich den Umgang mit Komplexität, mit Unsicherheit den jungen Menschen auch ermöglicht. Und ich hatte das vorhin gesagt, das ist immer eine Bildung, die nicht einfach nur auf Modelle und auf abstrakte Elfenbeinturm-Thematiken sozusagen eingeht, sondern an konkreten Handlungen und in konkreten Erfahrungsfeldern lehrt. Ja, und so haben wir zum Beispiel jetzt auch auf diese Corona-Pandemie und die Corona-Krise reagiert, indem wir auf digitale Lehrformate notgedrungen umgestellt haben, aber gleichzeitig damit den Studierenden jetzt ermöglichen, mit uns in und an dieser Krise zu forschen, ihre eigenen Problematiken, das, was sie in ihren Umfeldern beobachten, in ihrem eigenen Leben zum Anlass zu nehmen, um Menschen oder Menschen Narrationen zu teilen und Wissen in dieser und aus dieser unsicheren Phase zu kreieren und auch als Persönlichkeiten sich zu bilden, sich tatsächlich auch mit Unsicherheit, Komplexität und auch bis hin mit dem chaotischen Umgehen zu lernen. Und dafür sind gerade mir vier Dinge, die ich Ihnen abschließend sagen noch mit auf den Weg geben möchte. Was ist wichtig, dass wir nicht nur in der Bildung von jungen Menschen, aber auch in der Erwachsenenbildung machen. Sie sehen hier eine Zeichnung, eine Infografik, die wir verwenden. Das heißt, dieses deutlich zu machen, eine Motivation, also was wir hier nennen, mit Gemeinsinn zu gestalten, dass wir tatsächlich mit jungen Menschen über Motivationsfragen reden. Die meisten kommen und wollen Wirtschaft studieren, weil sie was verändern möchten und weil sie zur Gestaltung der Welt beitragen möchten, auch etwa im Sinne der Nachhaltigkeit. Und sich das tatsächlich bewusst zu machen, während einer standardisierte ökonomische Bildung über die Frage der Motivation, also was treibt mich eigentlich zu Wissen, nicht thematisiert. Dann brauchen wir eine, was wir hier, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, ist ein bisschen klein wahrscheinlich, zu sagen, diese Wissenschaftswende. Wir brauchen wieder eine Wissenschaft, die die Praxis mit berührt, die uns ermöglicht, über Praxis zu sprechen, über Moral, über Kritikfähigkeit. Das ist immer die Frage, wie Günther Anders gesagt hat, einer moralischen Fantasie. Sind wir überhaupt fähig zu wissen, wo wir und welche Visionen wir jetzt in solchen Krisenzeiten schaffen wollen? Haben wir andere Bilder als nur eines totalen Zusammenbruchs oder eines einzelnen individuellen Rückzugs oder eine Rettung? Das ist also diese Frage der Vorstellungskraft eines anderen. Und auf der anderen Seite schon als Universität, als Hochschule eben auch eine Praxiswende mit zu initiieren, problem- und lösungsorientiert, handlungsorientiert zu lehren und zu lernen. Dieser Bereich dieses Zusammenspiels von Denken und Handeln wichtig, deutlich zu machen. Das ist ja das, was ich versuchte, Ihnen in diesem Knevin-Framework zu zeigen, dass es Wahrnehmungsweisen, Denk- und Handlungsweisen gibt, die unmittelbar auf Erfahrungen aufbauen, die uns also helfen, Erfahrungen besser zu verstehen und in Erfahrungen handlungswirksam zu werden. Und das scheint uns eine der wichtigsten Aufgaben zu sein, während die Universitäten im Zuge der ursprünglichen und älteren Aufklärung eben sehr stark auf diese rationale Seite gegangen sind, auf diese Frage komplizierte Probleme zu lösen. Das ist und bleibt ein großer Teil der Wissenschaft. Aber gerade heute in unserer interdependenten Welt, wie wir jetzt auch in dieser Corona-Krise sehen, werden wir uns auf dieses Zusammenspiel von Komplexität und Kompliziertheit, das heißt, dass wir immer wieder in Erfahrung gehen müssen, um in Erfahrung das Beste zu finden und dann auch zu stabilisieren als Gewohnheiten und als gesellschaftliche Systeme. Meine Vision abschließend da drin ist, wenn Sie jetzt denken, was in unseren Krankenhäusern und weltweit in Krankenhäusern los ist, ist meine Hoffnung, dass wir nicht nur jetzt an den Improvisationsgeist derjenigen vor Ort appellieren, sondern wieder Systeme schaffen, auch wirtschaftlicher Natur, die die unmittelbare Erfahrung, die unmittelbare
Talent auf Menschen einzugehen und dort das Richtige zu erkennen, dass wir das nicht wieder ersticken in Ideen formaler Natur oder gewinnorientierter, sondern dass wir schaffen, das zum Ausgangspunkt von wirtschaftlichem Handeln zu machen. Aus diesen Erfahrungen, dass wir sie sammeln und nicht jetzt einfach nur auf dem Balkon klatschen, sondern uns die Ideen oder auch den politischen Willen entfalten, die richtigen Systeme zu schaffen, vor allen Dingen auch Bezahlsysteme, Lohnsysteme, dass dieses sinnorientierte, improvisierende und mitfühlende Handeln dauerhaft in unserer Gesellschaft stabilisiert werden kann und der Gemeinsinn damit nicht einfach nur zum Lückenbüßer wieder gemacht wird und von der Bildfläche unseres Bewusstseins verschwinden wird, wenn diese Krise vorbei sein wird. Vielen Dank.